Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Blair Witch. Wir haben ja in der letzten Folge den Wald etwas weiter durchkämmt und hier gehen sehr, sehr merkwürdige Sachen ab. Denn anscheinend werden unsere Ängste in diesem Wald nochmal durchlebt und da müssen wir durch, ja. Es ist einiges passiert. Wir sind erstens nicht allein unterwegs, sondern mit Bullet und wir suchen ja eigentlich nach einem kleinen Jungen. Aber wir haben uns selber hier verirrt. Und die Atmosphäre ist ja Wahnsinn. Bullet! Bullet, where are you? Bullet. Alter, ich find's. So! Bullet! Was? Warum ist es so creepy? Ich seh gar nichts, Leute. Wo muss ich überhaupt lang? Und die haben einen Filter von... Ach du Filter, ein Foto von Fabian. Mensch, ich kann heute nicht richtig reden. Bullet, where are you? Ja. Ich kann absolut gar nichts mehr sehen. Nimm nochmal die Taschenlampe. Bullet. Where are you, buddy? Wo ist Bullet? Was? Alter, war das gerade creepy. Boah, das war ja mal richtig ekelhaft. Ja. Ich glaube jedenfalls, dass Alice, also der Spielercharakter, den wir hier gerade spielen, dass der übrigens irgendetwas sehr Schlimmes getan haben muss. Denn er ist ja auch mit etwas konfrontiert, was in seiner Vergangenheit passiert ist, ne? Mit Krieg. Und ohne Bullet dreht er halt durch. Und da kommen diese Kriegssensarien wieder durch. Vielleicht hat er jemanden umgebracht im Krieg. Wow, was ist da? Okay. Was? Alter, es ist sau ekelhaft. Allein die Sicht. Oh, Junge. Kommen wir gleich raus? Nein, nein. Alter, das war gerade voll ekelhaft, Mann. Ey, was geht hier bitte ab, Mann? Kann das sein, dass wir jetzt langsam extrem heftig durch... Alter, es ist, als hätte man mir direkt in mein Ohr geflüstert. Hat sie Bullet? Oh.
Was? Wir brauchen ein Handy. Sie haben eine Sprachnachricht. Ja, warum kann er die nicht abspielen? Melde dich, wenn du kannst. Ey, ich habe keine Ahnung. Was? Alter, es ist so ekelhaft, Mann. Alter, sind da gerade Soldatenhelme runtergefallen? Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what happened? Well, you know what happened. This is on me. Was? Adam Shannon. Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Okay. And yet, I felt it was something I had to do. Had to, but couldn't. Was? Alter, es wird immer schlimmer. Und warum sehen wir immer wieder unsere Frau oder Ex-Frau? Bloß nicht verraten, wenn es jemand weiß. Hey, Bullet. Ja, how did we end up back here? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Warte mal, erstmal Bullet. Komm her, Bullet. Yeah, good dog. Okay, das Tageslicht ist übrigens auch fast wieder weg. Hier sind ein paar neue Sachen, die gab es vorher nicht, oder? Another one. Ja, da hat jemand versucht, draußen eine Figur zu schnitzen. Okay, was haben wir denn hier? Die Angst, die Monster zu vergessen, von Todd McKinnon. Mein Vater, Theodore McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zu den Sägewerk im Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Mit Ausnahme einer beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätten weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht, bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht, bevor ich herausfinden würde, was meinen Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Alter, das ist unglaublich gut. So, warte mal. Wir haben jetzt eine Kassette bekommen und wie wir sehen, wird's langsam düster, ne? Ey, das ist unheimlich gut gemacht. Also die Atmosphäre, echt der Wahnsinn. So, wo waren jetzt hier die Kamera? Nein? Da. Was war das jetzt hier? Achso, Video ansehen, Viereck. Das hatten wir... Hä?
Ja, das ist ja nicht... Warte mal, der 2... Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe doch gerade eine Videokassette aufgenommen. Der Hinweis? Der Freundesmord? Die Gefahren? Die Brotkrumspur, die müsste neu sein, oder? Nope. Das Auto hatten wir doch schon geholt, oder nicht? Warte mal. Ich bin jetzt komplett... Ich bin so verwirrt, weil das haben wir eigentlich schon aufgenommen. Da hinten ist wieder ein Zeichen. Easy, boy, easy. Easy, boy. It's gone now. Marius. Okay. Aber ganz ehrlich, wo ist denn jetzt der Freundesmord? Das hatte ich doch eigentlich alles abgespielt, oder nicht? Die Gefahren, das hatte ich da auch schon abgespielt. Ey, warte mal, Leute, ich bin mächtig irritiert. Ah! It's him. He buried something nearby. Let's find it, buddy. Verdiene mich jetzt mal die Taschenlampe in der Hand. Okay, die Frage ist jetzt, wo ich genau langlaufen muss. Er hat irgendwas in der Nähe vergraben, hieß es gerade. Das kann alles Mögliche heißen. Okay, da oben geht's lang. Da geht's lang. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Bullet irgendwas? Nee. Ey, wisst ihr, Leute, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier habe ich doch auch alles geholt. Wo muss... Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Was ist das denn überhaupt? Ist doch neu, oder? A dog tag. What is... It's impossible. Schlappen hier. Let's move on. Palmer, Arl und T. Warte mal. Ich bin jetzt... Also jetzt... jetzt ist es passiert, ne? Ah, hier muss ich hin. Alles klar. What's this? Looks ancient. Come on, boy. Let's leave it alone. Ja. Da. This looks like the place. Come on, let me pop, buddy. Ah. Da haben wir was gefunden. Warte mal. Hallo? Hallo? Nimm es! Nimm es doch! Danke. Tappy East Creek Timber Company. Da müssen wir wahrscheinlich als nächstes hin. I've seen this logo before. Ja. Ja, kannst du das jetzt mal bitte... Ja, Bullet zeigen. Take a good long whiff, Bullet. It's important. Attaboy. Attaboy, go get it. Hä? Da. Mir die Spur, mein Freund. Ich bin dicht hinter dir. Okay, er schnüffelt. Wo willst du denn jetzt hin, Bullet?
Ja, manchmal leidet die KI so ein bisschen unter irgendwelchen Fehlern. Das sieht so spektakulär aus, wenn die Blätter runterfallen. Oh, das gefällt mir. Who is this? Ah. Da hat er irgendwas ausgegraben. Das ist nochmal eine Erkennungsmarke. Okay. Albert Ashley M. Okay. Ohne Bekenntnis. Ich hoffe, Nick stand nicht für Afrikaner. Ey, das ist unglaublich heftig hier gerade. Okay. Elisha 5, come in. Elisha 5, this is Monarch. Do you copy? This is... No, you're not real. Was? Vor allem sind die Blätter hier so hoch. Ach, hier schon wieder. Ja, okay, das gefällt ihm nicht. Weg damit. Wow! Was? Ey, das ist unglaublich heftig gerade. Okay. Bullet, ich bin dicht hinter dir. Okay, warte mal. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich da langlaufe. Schnell. Was seid ihr denn für Dinger? Bullet? Ich muss ihn danach erstmal streicheln, wenn wir hier durch sind. Oh Mist, da kommt was. Bleib doch mal hier! Alter, was passiert denn jetzt hier gerade? Wow, 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 wow! Hier sind Gräben. Boah, war das heftig. Los, komm. Oh! Hä? Ach so, wegen den Viechern. Bullet.
Okay, Bullet macht erstmal nichts mehr. Wow! Hallo, kannst... Bullet, wo bist du denn? Gleich tot, ne? Der Bullet hat sich hingesetzt, schön. Gott. Mein Gott, Alter. Au! Muss ich da hinten hin? Wie soll ich denn da... Warte mal. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt hinlaufen soll. Hierhin und dann sind wir hoffentlich gleich da. Was? Also jetzt sind wir gerade in Afghanistan, ja? Oder irgendwo. Wow. Wo muss ich denn jetzt lang? Hä? Also, ich verstehe es nicht. Hier lang. Just calm down. No. You're not. No. Was? Boah, Junge, was ist denn hier los? Alter. Also es wird langsam ziemlich heftig. Ich meine, er hat jetzt anscheinend eines seiner alten Kriegseinsätze gesehen. Und anscheinend konnte er niemandem helfen. Vielleicht war er sogar der einzigste Überlebende. Es ist unglaublich gut gemacht.
Bullet? Hier! Was hast du denn da, mein Freund? Ein weiteres Bild. Kann ich nicht aussprechen, den Namen. Aber warte mal. A Bullet, hast du gut gemacht. Yeah, good dog. So, das ist super. Aber bis jetzt finde ich die Mechanik wirklich grandios. Was anderes kann ich gar nicht sagen. Es ist eine unglaublich heftige Atmosphäre, die hier erzeugt wird. Wo bist du denn? Ach, er ist bei mir. Mensch. Oh, wow. Hier gibt es ein paar abgestorbene Bäume. Was haben wir denn da? Fuck. Yeah. We need to find another way. Okay, hier sind überall diese komischen Blätter, wo dieses Vieh oder was es immer ist. Oder wo die Viecher halt in diesen tiefen Blättern hier herumschwirren. Da will ich jedenfalls nicht lang. Okay, komm. Dann müssen wir woanders lang. Okay, warte mal. Wait. Is that a railroad track? See where it leads. Naja, es gibt zwei Wege. Einmal dahin, wo wir halt nicht lang können. Ich schätze mal, wir müssen bestimmt so eine Art Zug finden, den wir nutzen können. Sawmill. Also da ist, glaube ich, das Sägewerk gewesen. Kann es sein? Und dann gehen wir jetzt natürlich zu Camp A. Komm. Bullet, folgt mir. Hm? Was ist denn los? Okay, das ist bis jetzt sehr, sehr interessant. Was? Ich hab grad... Can anyone hear me? Hello? Ich hatte gerade so ein Empfangszeichen. Hey, Jess. Hey, yourself. What's up? You know, just checking in, checking up on you. I mean, how are you? Wow, that was smooth. You're a regular Don Juan. Well, hey, let's see, you run around a Dark Money Forest for a while. It doesn't really help with your romancing skills. Speaking of which, any progress? Jess, there's something really messed up going on in these woods. Okay. If you're trying to scare me, it's working. Sorry, you know, I can't explain it now. I wouldn't even know where to start. Just listen. If anything happens, I want you to know. Hey, stop it, Ellis. Whatever it is you want to tell me, you can do it once you get back, okay? I am... Not yet. Sorry, Jess. I gotta go. Talk to you soon. You better. Wir haben übrigens gerade noch eine SMS bekommen. Warte mal. Irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, vielleicht bildet er sich das inzwischen sogar ein. Ja, warum kann ich die denn nicht hören, die Sprachnachricht? Kann sein, dass ich meine Kopfhörer abschließen müsste, aber nee, mache ich nicht. Eigentlich habe ich alles über die Kopfhörer eingestellt.
Aber es geht komischerweise nicht. Okay, die Brücke ist ein bisschen... Oh, was haben wir denn hier? Noch ein Foto. Von Casper. Okay. Okay, wir müssen hier rüber, Bullet. Da haben wir eine Sicherung. Oder einen Sicherungskasten. Bullet, willst du mir nicht nach? Was war denn das jetzt gerade? Warte mal kurz. Er hat doch gerade in die Richtung gebellt, aber hier ist doch nichts, oder? Bullet, mach mir keine Angst, Mann. Was soll das? Ah, was haben wir denn da? Also wir sind anscheinend richtig und mit dem Fahrzeug kann man bestimmt dann weiterfahren. Kann das sein? Ja, ich kann da hoch. Okay, Bullet, der backt gerade ein bisschen rum. Ich finde es vor allen Dingen lustig, dass die Schiene genau bis hierhin geht und dahinter siehst du gar nichts mehr. Ja, Leute, ich würde mal sagen, dass wir das aber erst in der nächsten Folge machen. Kann ich überhaupt mit dem Ding fahren? Warte mal. Kurz ausprobieren. Okay, er ist drauf. Was haben wir denn hier? Lesen. Modell TF2153C. Hergestellt von den Cuthbert Eisenbahnwerkstätten. Richtungshebel, Hauptschalter, Vorwärts, Rückwärts und Bremshebel. Okay. Fahren wir bestimmt nach vorne, ne? Okay. Strom aus, wa? Okay. Warte mal, ich muss erstmal lernen, wie man damit umgeht. Aha. Ah, interessant. Ich fahre mal nicht ganz so schnell, oder? Ich weiß ja nicht, wie schnell ich überhaupt mit der Bahn hier über der Brücke fahren darf. Bullet, du bist immer noch da. Okay. Kann es sein, dass es dunkler geworden ist? Oder täuscht es nur? What? Mann! Okay, erstmal machen wir... aus. Come on, buddy. Wisst ihr, was komisch ist? Bevor wir in der oder mit der Bahn jetzt hier gerade gefahren sind, konnte ich gerade gar nichts machen. Okay, warte mal. Vielleicht müssen wir das hier umdrehen, um dann die andere Richtung fahren zu können. Wird wahrscheinlich auch so sein, wa? I didn't know there was a locking operation out here. Stop giving up permits in the 60s. This is ancient. So wie scheint schon, ja. Was haben wir denn da? We're not leaving that laying around, right, boy? Okay. Irgendeine Dose. Locked. War ja klar. Was haben wir denn hier? Und eine Kassette. Die gucken wir uns aber beim nächsten Mal denn an. Was ich jetzt mal kurz überprüfen wollte, war folgendes. Ach, um dann geradeaus fahren zu können, muss ich wahrscheinlich dann erstmal was anderes machen. Was haben wir denn da überhaupt? Camp B. Komme ich überhaupt zu Camp B? Warte mal, ich fahre erstmal zurück. Das machen wir noch...
Und dann würde ich die Folge erstmal beenden. Das habe ich eigentlich schon mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. So, und dann fahren wir jetzt erstmal nach hinten. Ach, und da muss ich das wahrscheinlich ziehen, wa? Okay, warte. Und... perfekt. We're getting off, buddy. Genau. So, Leute. Ich würde mal sagen, das soll es denn jetzt erstmal gewesen sein. Tappy East Creek. Okay. Da wissen wir jetzt erstmal Bescheid. Ich bin gespannt, in welche Richtung das jetzt hier gehen wird. Der Motor läuft auf jeden Fall noch. Und ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer gerade bei euch ist. Bis denn und tschüss.